Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute ist der letzte Donnerstag des Monats und wir lauschen heute gemeinsam einem Hörgenuss. Ja, einmal im Monat, immer am letzten Donnerstag des Monats stellen die Mädels und ich euch einen Hörgenuss vor. Das kann in der Regel, ist das ein Buch, was wir als Hörbuch gehört haben oder ein Hörspiel oder auch auf meinem Kanal ja sehr häufig auch etwas andere Dinge. Das heißt, in der Regel ist eigentlich der Hörgenuss auch ein Buchtipp. Bei mir immer mal wieder, aber zum Beispiel auch ein Podcast-Tipp oder ein YouTube-Kanal und heute auch mal wieder ein Podcast-Tipp. Schaut gerne bei den Mädels unten in der Infobox vorbei. Ich habe alle drei verlinkt. Ich bin selbst schon gespannt, was heute dann in meiner Abo-Liste so ein bisschen auftauchen wird, was die Mädels empfehlen als Hörgenuss und fiebere da auch immer ein bisschen den letzten Donnerstag entgegen und bin selbst immer ganz neugierig und überrascht. Die Mädels unten in der Infobox, auch die Playlist zum Hörgenuss, die wächst, also schaut auch da sehr, sehr gerne vorbei. Bei mir gibt es heute einen Podcast-Tipp und zwar einen Podcast, der noch gar nicht so lange existent ist. Es ist die Klangreise vom Weltwach-Podcast. Auch der Weltwach-Podcast war hier schon mal ein Hörgenuss. Ich lausche diesem wahnsinnig gerne. Also der kommt, glaube ich, wöchentlich immer samstags und gefühlt bei 90% der Podcasts hänge ich sozusagen an den Lippen der Gäste und auch von Erik Lorenz. Und Erik Lorenz ist nicht nur jetzt für Weltwach sozusagen der Host, sondern auch für Klangreise. Und es ist eine total lustige, merkwürdige Geschichte. Ich mag es beim Einschlafen, mir so ein bisschen geführte Meditationen anzuhören. Gerne auch, wo wir wirklich so eine Traumreise gemeinsam erleben. Und ich dachte so ein bisschen, Mensch, so ein bisschen was mit in der Natur, mit dem Reisen, irgendwie fehlt das. Und es hat irgendwie keine Woche oder zwei gedauert. Und dann erzählt Erik Lorenz auf Instagram, dass er genau so etwas gerade in der Mache hat. Und eben Klangreise entsteht. Ja, fand ich total faszinierend. Manchmal ist Angebot Nachfrage, als würde der Algorithmus im Kopf irgendwie doch besser funktionieren, als man denkt. Und ja, jetzt erscheint eben jeden zweiten Dienstag erscheint eine Klangreise von und mit Erik Lorenz. Zumindest aktuell ist er der Sprecher dieser Reisen. Und wir haben hier wirklich geführte, gesprochene Streifzüge zum Entspannen, zum Einschlafen, zum Meditieren, zum Innehalten und wirklich mit wunderbaren Ländern. Also wirklich so ein Highlight von mir war zum Beispiel die Fidschis. Ein Ziel, was bei mir auch sehr weit oben auf der Reiseliste steht. Hier haben wir so ein bisschen mit Wellen gearbeitet und auch mit Wald und wir haben so verschiedene Geräusche und Kulissen und gleichzeitig eben die Infos und diese entspannte, geführte Reise von Erik, der uns hier durchführt. Auch sehr schön fand ich Costa Rica, denn hier hatten wir so ein bisschen Regenwaldgeräusche, natürlich auch mit Tieren und verschiedenen Ecken in diesem Regenwald, die natürlich anders klingen. Auch das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und wir haben hier eben auch immer ein bisschen Informatives über das Land, in dem wir eben sind. Wir werden eben geführt. Wir starten in der Regel auch mit einem Ein- und Ausatmen und können uns dann eben so diesen Geräuschen hingeben, dieser Führung, diesen Erzählungen, dieser Mitnahme in dieses Land, in diese Region. Und das Schöne finde ich auch, dass wir immer zwei Versionen haben. Zum einen eben die geführte Meditation, diesen geführten Streifzug durch das Land mit Stimme. Aber es gibt eben auch ein Add-on und das hat nur die Sounds, also nur die Melodie, nur die Geräusche. Also hier spricht zum Beispiel einfach niemand irgendwie dazwischen und wie man es eben einfach lieber hat. Also ich finde beide Versionen sehr schön. Ich habe auch ganz unterschiedliche Phasen, wann ich irgendwie denke, jetzt möchte ich gerne so ein bisschen an die Hand genommen werden und möchte geführt werden. An anderen Abenden finde ich es tatsächlich schön, einfach nur so ein bisschen Geräuschkulisse im Ohr zu haben. Und so finden eben beide Varianten in einem Podcast Platz, was ich wirklich toll finde. Ich mag die Stimme von Erik Lorenz sehr gerne. Ich finde, sie ist natürlich in gewisser Weise schon sehr entspannend, aber nicht zu einschläfernd. Und ich mag es auch, wie eben diese Mischung ist zwischen den Geräuschen, den Sounds, wo wird der Fokus gerade hingelegt und dann eben auch, wann kommt eben die Stimme zum Einsatz, wann wird was erzählt, was ist da informativ, was entspannt uns hier so ein bisschen. Und mir hilft es tatsächlich auch einfach beim Einschlafen, besonders auch beim Wiedereinschlafen. Also ich bin tatsächlich jemand, der oftmals nachts wach wird und dann irgendwas in den Kopf an Gedanken schießt und dann fällt es mir manchmal ein bisschen schwerer, wieder einzuschlafen und da bin ich zum Beispiel ein Freund davon, wirklich zuzugreifen, nur zu Geräuschen. Also da greife ich dann jetzt gerne zu den nur Soundeinlagen, während ich beim Einschlafen
Einschlafen es ganz gerne habe, mir da eben jemanden auch beim Sprechen zuzuhören. Ich finde das sehr angenehm, sehr schön. Ich mag diese Mischung. Ich bin gespannt auf all die Länder, die hier noch kommen und möchte euch diesen Podcast einfach empfehlen. Er ist, soweit ich das sehe, auf allen Podcast-Systemen irgendwie erhältlich. Ich höre über Spotify und bin hier wirklich seit Stunde 1 nicht nur Weltwach-Fan, sondern eben jetzt auch Klangreise-Fan. Und mir macht das wirklich großen Spaß, dem zu lauschen. Und vielleicht ist das ja auch ein Podcast für euch oder vielleicht habt ihr selbst auch einen Podcast-Tipp. Dann schreibt den sehr, sehr gerne in die Kommentare, würde ich mich freuen. Oder habt ihr auch ein Hörbuch-Highlight jetzt im Mai gehabt? Dann freue ich mich natürlich auch darüber, von euch zu hören. Schaut super gerne bei den Mädels und der Playlist vorbei, beides in der Infobox. Und dann danke ich euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.